Oh, hier! Ja, Bisa, verschwinde, Eindringling! Du kannst das Trainerkampf nicht fliehen. Wir sollte man beim Arena-Leiterkampf wohl nicht machen. Oh, ist das... Das ist jetzt schön einfach, ja. Ja. So, jetzt erstmal hier runter. So, dann... Ah! Ein wildes Knogger! Ein wildes... Ein knildes Wogger! Ein Hogger! Nein, ein... Ein... Wie hieß denn der aus... ach nee, Hodor. Oh, was du sehen wirst nach der Arena, da gehst du gleich wieder rein. Na. So, also, ich will nicht wieder in die Arena... Ich komme hier gerade mit... mit Silber und Grün nicht klar. So, Flammenwurf, dann ist das Vieh schon mal weg. Und wir... Hier machen wir auch ein Flammen... Irgendwas. Flammenberg. Flammenberg. Ich werf einen ganzen brennenden Berg auf sie drauf. Ja. So, jetzt gehen wir hier erstmal ein Pokémon heilen und dann... Ja! Huch! Ich habe ja schon wieder gewonnen! Ja, so schnell kann's gehen. Ja, ne? So, und da kann ich auch heilen. Halt sogar wieder parallel im Pokémon Center. Ja. Na, wenn dann überall gleich. Nein, nicht ganz. Okay, so. Puh. Okay, jetzt bin ich hier fertig. Das heißt, ich muss auch nach Lavandia. Hey, vielleicht schaffe ich das ja eventuell. Achso, wenn ich hier durchgehe, dann habe ich erstmal die Wache. Ah, ja. Und du hast den Tee dann noch. Ja. Ach, den Tee? Da brauche ich Tee? Ja. Wo kriege ich den Tee her? Oder, das muss doch mit dem Tee sein. Mit diesem Tee in diesem einen Gebäude von Prismania Zittingen, ne? Nee, ich habe hier einen Tafel, Wasser und Sprudel und... Ach so, dann kriege ich das... Genau, da kriegt man wirklich ein spezielles Getränk, was sie haben wollen. Ah, Mist, ey. Ich will... Ich dachte, das ist vielleicht auch so einfach. Aber nö. Das ist voll unfair, ne? Wer ist jetzt die Oma? Irgendeine Oma war das. Ja, hier ist eine Oma. Ist das die liebe Oma? Ah, ja, hier! Da ist er schon. Ja. Solltest nicht dein ganzes Geld für Getränke ausgeben. Ach man, Moment mal, kriege ich hier nicht auch Evolis? Ein Evoli? Ja, das ist, wenn du aufs Dach gehst, dann muss man aber hinten... Ja, ja, wenn ich hinten rumgehe. Hinten rum? Wenn ich hinten reinkomme. If you know what I mean. Ja, ich bin... In Laytons Teekoffer, genau! Ah! Weißt du, was die in Saffronia City machen? Ja, du musst einen Tee machen und er muss süßlich mild sein. Und du musst für alle vier verschiedene machen. Das wär's. Oh, die sind gerade auf dem gleichen Weg hier. Schwester Joy ist Dominika, weil sie nur im roten Text spricht. So. So bad. Und hier ist ein Evoli. Nein, kein Spitznamen, oder? Oder willst du es benennen? Was haben wir denn für einen schönen Namen? Ich nenne es... Das wäre doch die Idee, nennst Blitz, aber vor allem ist es Flamara oder so. So ähnlich habe ich auch gedacht. Felinara, ja. Ach, da ist ja unser Golbert, was wir schon angesprochen haben heute. Felinator. Der Zunge da oben. Oh Mann. Das ist ja zumindest ein höheren Level als das, was du sonst noch dabei hast, außer Bisaflor. Richtig. Oh, da gibt einer auf. Ach, dann kriege ich die Pokeflöte und kann sie nicht halten, weil... Ach nee, doch, kann ich. Ich habe, glaube ich... Ich komme da jetzt mal mit hoch. So. Und durch! Du bist wieder aufs Dach geklettert. Ja. Moment. Noch ein bisschen die Aussicht. Ich will, dass meine beiden Dings hier... Oh, da freut sich schon jemand auf die Reaktion, wenn du im letzten Hexenprozess ankommst. Ja. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, so ein paar... Letzter Hexenprozess? Moment, ist das denn der nächste, der kommt? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich schätze mal so Part 210 oder so, könnten wir hinkommen. Ah, ey, hier übrigens, ich bin gerade ziemlich gleich auf mit den beiden, da, mit diesen beiden. Rocket möchte kämpfen.
Sowas. Hexana, oh. Veganer, ein Felinator. Felinator. Veganer, ein Felinator. Ah ja, ich hätte es eigentlich Veganer nennen müssen. Ja. Die Idee kommt nur zu spät. Oh. Ja, mache ich es doch einfach zu einem Veganer. So, hier gehe ich auch nochmal in die Pokécenter. Alle Mann rein da. Alle Mann, also Deutschland. Alle Mann, ja. Ich hoffe nicht, dass wir 2 Jahre Pause gibt. Gut, das Projekt hat auch 2 Jahre Pause gemacht, aber es kam wieder. Ja, aber es kam wieder, genau. Also, es sind alle von diesen Projekten wiedergekommen jetzt, oder? Das sogar Mega Man Unlimited. Ja, also, man kann dir nicht vorwerfen, dass du dich nicht bemühst. Richtig. Moment, so. Nochmal alle, alles heilen, egal wie jetzt. So, danke für die Erfrischung. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut, sagt hier einer. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Ja, hat Giovanni ja auch schon rauskristallisiert. So, jetzt muss ich erstmal hier nachzügeln. Wenn ich es schaffen würde, nachzuziehen mit... Ja. Mein Motorrad spielt verrückt. Mein spielt Gitarre. Ich hab so einen ähnlichen Gig wie Whitson, denn der Gitarre spielt auch verrückt. So. Nein, spielst du ja verrückt, du bist ja einfach in ihn reingerannt. In wen rein? Achso, ja, eigentlich ja. Du spielst verrückt mit deinen 4 Spielen gleichzeitig. Und über ja, das Hyperball gefunden. Yay! Hyperball. Hyperball. Oh Mann. So, Flammenwurf! Sophie wird verdächtigt, Veganer zu sein. Und darauf steht die Todesstrafe. Ist nun mal so. Oh, Goldini. Goldini. Ich will die Stimme lieber nicht machen, die so kursiert. Goldini. Die Emmy-Stimme. Das passt doch. Das ist doch die Goldini-Stimme eigentlich. Ja, wirklich, confirmed, Emmy war Synchronsprecherin. Ja. Layton wird auch verdächtigt, Vegeta zu sein. Vegeta. Über 9000. Die große. Oh, da habe ich schon was. Oh. Ach ja, wie ja schon aufgefallen ist, vielleicht haben wir in den letzten Folgen von Layton vs. Ace Attorney der großen Hexe Arcana verschiedene Namen gegeben. Auch unter anderem Pokémon-Namen. Und, naja, jetzt, warte mal, was wollte ich denn da gerade sagen? Oh Gott. Wie wollte ich die große Hexe nennen jetzt eigentlich? Ach genau, die große Hexe Vegeta. Das wäre doch noch was. Mit deiner Kampfkraft von über 9000 Pikarat. Guck mal, wen ich da schon wieder sehe. Ja. Und wo trifft man dann am Ende auf das Viech? Auch in Azuria City? Kann sein. Auf jeden Fall. So, diesmal kannst du mir eigentlich nicht entkommen. Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Ich hätte meinen Mondstein benutzen. Punkt. Oh, schon wieder dieser Eusin. Ja, der lässt jetzt auch nicht mehr locker, ne. Jung und schön, du bist so anmutig. Ja, danke schön, dass du mir das sagst. Ich bin übrigens schon wieder blasser, dunkler geworden. Ich habe einen anderen Tarn bekommen. Okay, da können wir doch bestimmt noch ein bisschen nachhelfen. So. Oh Gott, nee, zu viel Belichtung und ich fange an, nicht mehr. Kannst du in irgendeinem Spiel mal eine Mischung aus Emmy und Erlington Stimme machen? Ich denke, ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich das überschätze. Bietet sich aber ganz gut an für Wortspiele mit Emmy. Und du weißt schon, wenn diese Versprecher sind. Schwänze! genau das. Oh Mann. Kann dir das überspielen sagen, sie war nur schockiert und hat sich deswegen verplappert. Moment, ich wollte doch mal mit dem hier da rein. Und Sachen in das da tun.
Du bist so anmutig und so schnell immer wieder weg. Okay, dann müssen wir jetzt zum See des Zorns bei Silber. Wir müssen hier zum See des Zorns? Mhm. Ah ne, ich will keine Mini-Pilze und ich will auch sonst keine Drogen. So, gib PC von Rot. Gib dir eine Packung Tarnpignon. Helix-Fossil weg, Bootsticket weg, also Bootsticket auf jeden Fall. Angeln will ich auch nicht. Helix-Fossil ist auch. Wie lange okay. Wollen Ösi und Kurs eigentlich noch Suicune hinterher gucken? Was? Wir stehen jetzt da bestimmt schon seit 3 Ja. So ein bisschen, ne? So, Top-Ether brauche ich noch. VMs. Hab ich schon beigebracht, oder? Zerschneider kann weg. Sollte der Erzähler nicht grundsätzlich Emmy sein? Ah ja, natürlich. Jede Stimme in dem Spiel sollte Emmy sein. Randall? Randall. Ja, genau. Das ist dann Flamberg. Ja, genau. In der Zuria City, da oben weiter, oben bei der Brücke. Das Silphscope brauche ich nicht mehr. Den Liftöffner brauche ich nicht mehr. Das ist echt schlimm. Man hat hier so viele Items, die man nicht mehr braucht nach einmaliger Benutzung. Elixier könnte ich noch gebrauchen. Mondstein. Na, schade, dass Mondstein bei Evoli nicht hilft. Ja, den Mondstein hat der andere Typ gebraucht, den wollte er ja benutzen. Ja. So, was kann noch weg? Schaufler kann weg. Meine Orden können auch weg. Können wir ruhig mal ablegen. Ja, nein, das Fahrrad. Ah, egal, ich schaff das ohne. Du hast ein ganzes Fahrrad auf dem PC. Ich hab ein ganzes Fahrrad in meiner Tasche. Das ist noch viel, viel merkwürdiger. Das kann man so MacGyver. Hab ich jetzt eigentlich die Dings bekommen? Kann man so MacGyver-mäßig schalten die ganze Zeit, bis es so ganz klein ist. Hab ich denn eigentlich die Pokeflöte jetzt? Nee, oder? Das ist aber nicht eingefroren, Hardgold, oder? Du drückst nur die ganze Zeit nicht A. Ach so, doch, es ist wahrscheinlich eingefroren, gut, weil. Nehme ich, dass du die ganze Zeit bei dem Screen sind und nichts mehr passiert. Verzeihung. Ah, hier muss ich hin, zu ihm hier. Rot! Ah! Der hat einen weiten Blick. Ja. Stimmt, ja, Entschuldigung, da habe ich. Ich muss da in dem Emulatorfenster sein, das kriege ich manchmal auch nicht mit. Ach, das hat zwar gut, wenn man mich mal. Wir haben einfach Suicune nochmal bewundert. Ja. Slimer setzt Komprimator ein. Randall ist auch in Dying Light Randall ist auch in Dying Light vorhanden. Echt? Anscheinend. Ich finde. Oh, ich krieg was. Ich fände ja den Richter mit Schete und T-Shirt vor Mund wahrscheinlich lustig. Schete? Ich weiß auch nicht gerade. Sete, Schete. Fetisch! Kemper Moritz schickt Zubat in den Kampf. Und Zubat ist gleich tot. Moment, ich wollte in den Markt, weil ich wollte dort. Gekämpft. Das war doch der, bei dem du vorhin reingerannt bist, oder? Da unten. Wie lange hast du jetzt gegen diesen Biker da gekämpft bei Blattgrün? Ich weiß es nicht. Habe ich überhaupt mit dem mal was gemacht? Du warst doch schon vor einer halben Ewigkeit in ihn reingerannt, oder nicht? Ja. So, erstmal gehe ich hier lang. Erstmal wieder nach Lavandia. So, ich habe hier ein Sandama als. Man könnte die Orden doch wirklich verkaufen. Nach der Liga kontrolliert jetzt doch eh keiner mehr. Stimmt. Ja. Gibt bestimmt einen hohen Preis dafür. Ja, mindestens. Nehmen wir vor, irgendwann kommt jemand dann bei der Siegestraße an und sagt, ich habe die Orden. Ich habe die Orden bei eBay gekauft. Hauptsache, er hat die Orden. Ja. Nee, bei The Poke Bay. Ist irgendwie so ein schwarzer Markt einfach, wo man alle Orden ersteigern kann. Wäre schon krass. So, ich gehe dann mal den Weg hier lang. Moment, bringt das überhaupt? Schwarz und sowas. Chetan, was? Was für ein Schwarz? Stand schwarz? Wer stand schwarz und wo? Ich weiß es nicht. Hab mich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, ich mich auch. Ich lese nur das, was im Chat steht. Ich auch. Nicht. Ich kann mich gar nicht auf den Chat. Ich könnte mich, wenn ich wollte, nicht auf den Chat konzentrieren. Ich habe die Ausrede, ich muss auch 4 Screens gleichzeitig angucken, da kommt man nicht mehr so mit. Ja, genau, das ist es wohl. Ah! Ah! Ein Richter als Gegner in einem RPG und der hat jetzt 12 Millionen HP.
Oh, so viele. Oh, hier gibt's. Oh, so viele von diesen Mediengestaltern. Was? Nein, ich will keinen Wegzoll bezahlen. Nachher muss ich. Ja, nachher. Ja, das. Genau. Jetzt muss ich hier aber auch durch. Das rote Gerät. Oh, guck mal, was Goldini für den Strike hat bei Rot. Ja, den hübschesten aller Zeiten, also. Das möchte ich aber mal so in den Raum geworfen haben. So, oh Gott. Rankenhieb gegen Nebulak, reicht das? Nein, natürlich nicht. Oh, da werde ich noch richtig eklig Probleme kriegen. Ja, ich habe alle selbst gekillt. Hm? Hat sich oh. selbst gekillt. Ah, mit Fluch! Ich hatte dich bald noch mal gekillt, nachdem sie eh schon tot ist als Geist. Ja. Es gibt so ein Gesetz, dass die Orden in die Hand, in die Haut gebrannt werden, damit man die nicht verkaufen kann. Oh. Wie dieser eine Chip, den man sich implantieren soll, damit man kein Geld mehr bezahlen muss. Aha. Was? Das gibt's? Ja, es soll so ein Chip wohl entwickelt werden, den man sich in die Hand implantieren kann, dass man dann nicht mehr mit Geld bezahlen muss, mit Bargeld. Das finde ich ja merkwürdig, weil an sich braucht man doch noch Bargeld. Oh, noch jemand, der angreift. Es wird halt in der Zukunft alles darauf gesetzt, dass man bargeldlose Zahlungen hat. Oh, da gibt's so einen richtig schlechten Film mit Justin Timberlake, wo man auf einmal kein Bargeld mehr hat oder kein Geld mehr, sondern Zeit. Man bezahlt alles mit seiner Lebenszeit. Und wenn die abgelaufen ist, dann stirbt man. Das ist so schlecht, ey. Cool. Das ist so... Ach, ich hab mir mal so eine Yacht. Oh, leider schon tot. Ja, genau. Hilfe! Da will jemand arbeiten. Wenn der Stream hängt, aktualisieren. Wenn der Stream hängt, aktualisieren. Das klingt so ein bisschen wie diese Betonung, wenn man was zum Gerichtsakt hinzufügt, ne? Wenn der Stream hängt, aktualisieren! Stream aktualisiert! Schwapse sieht auch so mega seltsam aus. Ja, wenigstens haben wir hier nicht die grünen Sprites. Oh ja, vor allen Dingen Mew. Kennst du Mew, wie es da ausgesehen hat mal? Oh weia. Das ist ja sehr schlimm. Kill it with fire! Ja. Schutzband? Nein, danke. Brauche ich nicht. So, noch Zombies. Two. Hä? Medium oder Exorcist hat gerade Zombies gesagt. Zombies! Brains! Ja, Musha ist auch wunderschön. 10 out of 10. Mhm. Hat damals schon die Zunge rausgestreckt, das hat nichts dazugelernt. Ja. Ja, der Typ bei Hardcore. Oh Gott. Soll das überhaupt ein Pokémon sein? Wenn ja, welches? Das sieht aus wie so ein grünes Rihorn. So ein... Oh, ich will ja eigentlich ein rotes Gyarados fangen, aber ich mache hier nichts mit Speichern zwischendrin, ne? Hm. Also nur Save States zum Laden später. Ja. Das heißt, wenn ich es einmal verhaue, dann verhaue ich es immer. Der Richter für meine, immer. Kommt in Final Fantasy vor. Hm. Ah. Der. Was? Was hast du da gesagt? Was hast du da für ein schmutziges Wort in den Mund genommen? Also ich bin richtig enttäuscht von dir. Ich hab so, nicht nee. Geistesabwertend vorgelesen. Ich war nicht der Meinung. Geistesabwertend, ja. Naja, zumindest hat er es nicht gleich geschrieben. Er hat uns langsam und bedächtig darauf hingeführt. Es hilft trotzdem nichts. So. Also erstmal holen wir uns das rote Gyarados oder besiegen es. Da kommt der Wandlein. Nein. Man sollte sich schon damit zügeln. So, jetzt kommt das rote Gyarados.